Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal Golden Slamurai. Freut mich, dass ihr dabei seid. Heute stelle ich euch ein richtig cooles Deck vor. Und zwar nenne ich es Speed Aura. Genau, wie der Name schon sagt, schnell Verzauberung spielen, smacken. Smacken ist genau mein Ding, unser Ding. Wobei ich tatsächlich eher der Smackere bin. Wie es jetzt klingt, der Smackere bin und Freddy ja eher, wie ihr schon wisst, der controlligere Typ ist. Das Deck macht aber trotzdem richtig viel Spaß und genau, vom Prinzip geht es ja darum, Kreaturen zu spielen und diese einfach mit Verzauberung hochzupischen und einfach anzugreifen. Aber da sind halt Synergien drin, die es uns halt machen, schneller die richtigen Karten zu bekommen. Und zwar fange ich einfach mal mit dem Deck an, und zwar Alseid of Life's Bounty. Das ist ein One-Dropper für ein weißes Mana, eine 1-1er Kreatur mit Lifelink. Und für ein Mana können wir ihn halt opfern und einer Kreatur oder einer Verzauberung Schutz gegen eine bestimmte Farbe geben. So, das heißt, es ist besonders gut, dass wir den halt als One-Dropper benutzen können, um relativ früh schon direkt anzugreifen. Und besonders wichtig auch als Schutz für unsere Hauptkreatur. Das ist sozusagen so ein bisschen ein Voltron-Deck. Das heißt, wir pushen, wie gesagt, nur eine einzige Kreatur, also im Normalfall hoch, mit der wir halt mit Trampelschaden dann durchknallen. Und dann haben wir noch verschiedene Sachen, um sie halt zu schützen. Unter anderem ist er halt eine ganz gut als Vorteil auch. Das werdet ihr auch sehen, ist es beispielsweise, wenn wir wenig Lebenspunkte haben, dass wir sie hochpushen und mit dem Live-Link natürlich nochmal Lebenspunkte zurückbekommen. Genau, als nächstes Karamitra's Blessing. Ich weiß nicht, ob das noch so ein bisschen Throne of Eldraine-Style ist, ne, mit dem Elk. Genau, die Kreatur ist ein Spontanzauber für ein weißes Mana. Eine Kreatur kriegt plus 2 plus 2. Und wenn es eine Verzauberungskreatur ist oder eine verzauberte Kreatur, ist der noch unzerstörbar und hat noch Hexproof. Richtig gut, um auch unsere Kreatur zu schützen. Oder halt im Endgame vielleicht nochmal 1 plus 2 plus 2 zu geben, nochmal lethal zu sein, um genug Schaden anzurichten. Sentinel's Eye, eine Karte, die man überhaupt nicht unterschätzen darf, beziehungsweise der Gegner die unterschätzt, weil vom Effekt her ist er an sich nicht so stark. Nämlich, dass sie einen die verzauberte Kreatur plus 1 bekommt und Wachsamkeit. Aber die Escape-Funktion, dass sie für ein Mana die aus dem Friedhof wieder spielen können und nur zwei andere Karten dafür vom Friedhof ins Exil schicken müssen, ist besonders stark. Gerade wenn wir Karten haben, die auf dem Feld sind, dass wenn Enchantments ins Spiel kommen, wir Karten ziehen können, ist diese Karte essentiell und auch gut. Das heißt, auch wenn der Gegner ein Mill-Deck spielt oder man weiß, der Gegner hat Karten und man Karten aus dem Friedhof exilt, auf jeden Fall für ein Mana versuchen, diese Karte möglichst immer zuerst vom Friedhof zu spielen, um halt den vollen Value zu nutzen und diese zu schützen. Richtig entspannte Karte. Vor allem, dass wir auch eine starke Kreatur haben und mit Wachsamkeit angreifen können, haben wir im Gegenzug immer noch eine Kreatur zum Blocken, die wir auch noch dann zusätzlich, wenn es gut läuft oder wenn wir die richtigen Karten sowieso auf Hand haben, durch den Draws, werdet ihr merken, halt auch nochmal die sowieso schützen können. Dann haben wir noch Transcend Envoy. Genau, 2 Mana, 1-2 Verzauberungskreatur fliegend, und wenn die im Spiel ist, kostet unsere Verzauberung ein farbloses Mana mehr. Die Mana-Kurve in diesem Deck ist relativ niedrig, also das teuerste, was wir hier haben, kostet nur 3 Mana. Allerdings brauchen wir trotzdem unwahrscheinlich viel Mana, damit wir einfach mehrere Verzauberungen in einem Zug raushauen können. Und theoretisch noch Mana übrig haben, um halt einen Schutz für unsere Kreatur zu haben oder auch beispielsweise Unzerstörbarkeit, also dass wir halt einfach den Schutz, wie gesagt, halt. Hätte ich einfach sagen müssen, ne? Einfach den Schutz fertig. Genau, für den Schutz einfach, dass wir immer noch Mana dann offen haben, als Reaktion. Als nächstes 2x Bronzehide Lion für ein grünes, ein weißes Mana. Das ist eine 3-3 Kreatur. Diese Karte ist auch sehr gut. Man muss halt schon über den Value nachdenken. 2 Mana, eine 3-3 Kreatur plus Fähigkeit. Nämlich können wir nämlich für ein grünes und weißes Mana ihn unzerstörbar machen, und wer sollte er trotzdem generell sterben, kommt er wieder als Enchantment und hat im Prinzip diesen gleichen Effekt an der verzauberten Kreatur. Also für ein weißes und grünes Mana können wir halt die verzauberte Kreatur unzerstörbar machen. Also auch eine richtig gute Karte. Kann man theoretisch auch mehr spielen, weil die einfach auch einen unwahrscheinlichen Value hat. Genau. Auch mit einer der Schlüsselkarten, die Schlüsselverzauberung am Ende, um halt den tödlichen Schaden zu verteilen, nämlich All That Glitters, für jede Verzauberung, für jedes Artefakt im Spiel, +1/+1. Und da wir ganz viele Verzauberungen spielen und viele an eine Kreatur anlegen, wird die umso stärker. Und wenn wir die zweimal an eine Kreatur ausrüsten, Mamma Mia. Genau,
Die Karte, Season Growth, hat sich auch als sehr, sehr gut erwiesen. Für 2 Mana hat die 2 Effekte immer, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, können wir eins scryen. Und wenn wir einen Zauberschuss spielen, der eine unserer Kreaturen als Ziel wählt, können wir eine Karte ziehen. Das heißt, auch hier eine Draw-Card, die besonders wichtig ist. Setessan Training, insofern eine gute Karte für 2 Mana, wenn wir für Kreatur verzaubern können, die Trampelschaden bekommt und plus 1 plus 0. Trampelschaden, gerade wenn wir unsere Kreatur hochpushen, da wir jetzt damit wir halt mit Trampelschaden durchkommen. Das heißt, egal ob der Gegner blockt oder nicht, der kriegt trotzdem den Schaden. Deswegen ist diese Karte auch besonders wichtig. Und zudem, wenn die ins Spiel kommt, können wir noch eine Karte ziehen. Man kann als Alternative auch Angelic Gift spielen. Hatte ich auch überlegt. Angelic Gift ist insofern gut, dass das halt plus 1 gibt und fliegend. Aber der Gegner kann ja auch fliegende Kreaturen spielen, dann ist Trampelschaden in diesem Fall schon besser. Genau, und dass wir halt nochmal den Card Draw haben. Das ist einfach mehr Value statt Angelic Gift tatsächlich. Genau, dann auch eine der Schlüsselkarten, Setessan Champion. 3 Mana, 1/3er. Und hat diese Constellation-Mechanik. Das heißt, wenn eine Verzauberung ins Spiel kommt, kriegt der einen +1/+1 Count und wir können eine Karte ziehen. Das heißt, mit dem ist diese Energie vor allem krass. Also mit beiden, sag ich mal, wenn Season of Growth draußen ist und Setessan Champion. Und dann spielen wir eine Verzauberung, können wir schon eine Karte durch ihn ziehen, kriegen +1/+1 Count auf ihn und damit können wir auch eine Karte ziehen, weil wir eine Verzauberung gespielt haben. So. Und wenn wir ihn auf dem Feld haben und irgendeine Verzauberung schon kriegen, +1/+1 und können eine Karte ziehen. Das ist einfach so verrückt, weil man kann halt im Zug, beispielsweise wenn man auch den Transcend Envoy drauf hat und Mana, dann kosten diese anderen Verzauberungen, kosten die auch alle nur einen Mana. Das heißt, man haut einfach die Verzauberung raus, zieht richtig Karten und pusht vielleicht neben seiner Kreatur, die man erwählt hat, die man super stark machen möchte, nochmal Setessan Champion stark zu machen. Oder man geht so rüstet alles an Setessan Champion aus und macht den noch schneller stärker und greift dann mit Trampelschaden durch an. Also die Mechanik ist relativ einfach von dem Deck. Einfach, aber diese Synergie ist einfach der Hammer. Genau, und dreimal zum Abschluss die wunderschöne Siona, Captain of the Pileas, was auch immer wie es heißt. Die hat 2 Effekte, ist auch gut. Sag ich mal, im mittleren bis Endgame, finde ich. Kann im Anfang auch gut sein, wenn wir nichts anderes haben. Aber wenn wir sie haben und Enchantments haben, ist das auch sehr, sehr gut. Wenn sie ins Spiel kommt, gucken wir uns die obersten 7 Karten von unserem Deck an. Und wir können eine Aura-Karte davon nehmen, sie auf unsere Hand holen und der Rest kommt in der Bibliothek. Und immer, wenn wir eine Aura an eine Kreatur anlegen, bekommen wir automatisch eine 1/1er weißen Soldaten. Das heißt, damit haben wir noch die Möglichkeit, viele Kreaturen zu spielen. Das heißt, wenn wir noch kein Sentinels-Eye haben, aber schon eine starke Kreatur damit immer angreifen, der Gegner aber auch immer angreift, können wir damit zumindest sorgen, dass wir 1/1er Blocker haben oder meinetwegen auch mit den 1/1ern anzugreifen. Mana, 10 Ebene, 9 Wälder, 4x Tempelgarn. Das ist es schon. Viel Spaß, gönnt euch, abonniert uns und so weiter. Ich glaube, da muss ich einen Mulligan machen, tatsächlich. Okay, also, da haben tatsächlich die Ebenen Priorität. Das könnte ein bisschen eng werden. Kann er sich schon mal eine Ebene auf die Hand holen. Kriegt eine Wand. So, da ist der Champion auf jeden Fall schon mal. Greift mir an. Ich weiß nicht, ich will noch nicht. Ich glaube, ich will erst abwarten, dass wir den Champion draußen haben und die entscheiden uns dann günstig raushauen können, weil ich weiß ja nicht, was der Gegner macht. Ah, das Labyrinth ist auf jeden Fall schon sehr gut gegen uns. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Deck ist. Wenn ich es befürchte, ist es vielleicht so eins, wo man Token mit generiert. Vielleicht. Oh, das ist aber Esper. Stupide Esper. Okay. Dann hauen wir sie jetzt mal raus. Ich greife jetzt nicht an, weil... Bringt nichts. Mhm.
muss halt aufpassen, dass ich spiele, weil er mit Sicherheit einen Boardwipe hat oder sowas. Würde ich sagen, spielen wir Setessa. Und versuchen uns einen Lebenspunkt zu holen. So. Und dann beenden wir unseren Zug. Gucken, was der Gegner macht. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schade. Okay, unser Zug. Der Gegner scheint wirklich nicht da zu sein. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Jetzt würde ich sagen, haben wir ihn raus? Haben wir ihn raus, würde ich sagen. Spielen noch mal so einer, wir eine Karte ziehen können und dann können wir immer noch einem Schutz geben. Na, mit beiden Teferi. Ich glaub's nicht. Und dann wählen wir unseren Zug, würde ich sagen. Und ihr so? Ja, heute ist ja 22. Januar, in zwei Tagen, 24. glaube ich, soweit, kommt Theros tatsächlich in Paper raus. So, jetzt geht mir das langsam auf den Senkel, das heißt, ich spiele jetzt ihn, haue ich jetzt raus und haue jetzt alles auf den Löwen, glaube ich. Das ist dann alles so billig. Billiger. Karten ziehen. Zack. Oh, wunderbar. Können wir Mana gleich spielen. Können wir ja nur Mana spielen, ne? Perfekt, super. Dann können wir ihn nämlich auch gleich nochmal mit einem Mana dann schützen. Und jetzt greifen wir auch mit allen an. Oh, es ist echt anstrengend. Ich hätte auf jeden Fall hier so ein paar Schnitte machen. Mal gucken. So, Schnitte machen, damit es halt nicht so ewig dauert. Halt unsere Kreaturen schützen. Durch die El Said. Oder El Seed of the Life's Bounty. Beenden wir unseren Zug mal. Nächste Runde können wir Season Growth spielen und anfangen Sedescent Training auch auf sie zu spielen, einfach mal, würde ich sagen. Wo ist eigentlich egal, vielleicht doch alles auf eine Kreatur konzentrieren, die unzerstörbar ist, ne? Da ist er weg. Das sieht gut aus. Ziehe ich alles doppelt und dreifach heute. Ein fliegendes Deck. Okay. Das heißt, ich spiele auf jeden Fall auf Zeit, aber ich spiele zumindest, glaube ich, erstmal keinen Konter. Dann spielen wir erst das auf jeden Fall. Und stecken nächste Runde 2 ein. Aber nächste Runde eine Kreatur spielen. Kriegen wir vielleicht noch Mana. Oder spielt Conclave, Davos, By the Sun, Blessed by the Sun. So, dann gucken wir mal, was wir ziehen. Komm schon, Mana, perfekt. Setessa, das ist schon mal scryen können, das wollen wir nicht haben. Und dann beenden wir unseren Zug. Mal gucken, ob er jetzt ein Conclave spielt. Oder Banishing Light. Okay, Arcanist's Owl. Auch eine coole Idee.
Kann er sich ein Artefakt raussuchen, falls er hat, aber wahrscheinlich spielt er es einfach, um 3-3er Flieger zu haben. Und mit Devotion. Auch eine gute Alternative. Ah, vielleicht hätte ich ihn einfach blocken müssen. Ups. Den hätte ich ja blocken können, der macht ja nur 2 Schaden. So. Nehmen wir gerne. Die wird er wahrscheinlich durchlassen. So, selbst mit Rally of Wings kassiere ich, bin ich noch nicht tot. Ich bin gespannt, was er macht. Nächste Runde könnten wir ihn spielen und könnten jeweils könnten All That Glitter spielen. Ajani Pride Maid, sehr gut. Das ist natürlich auch eine gute Kombo. Kann er sich sein Enchantment raussuchen? Ich schätze mal, es kommt. Keine Ahnung. Dawn of Justice vielleicht? Oh ja, ihn sucht der Heliot. Klar, logischerweise. So ist ja mal diese auch nur 9 Lebenspunkte, da wir die Fliegen dann einfach nicht ablocken können. Wir brauchen nur was mit Trampelschaden. Jetzt haben wir leider keinen Trampelschaden, er kann einfach blocken. So. Wir brauchen unbedingt Trampelschaden, dann geht das. Life Gain. Die Flieger machen uns kaputt. Wir brauchen dringend... Wo ist denn das denn jetzt hier mit dem... Wir brauchen nur eine fucking Karte. Ich spiele jetzt ihn mal. Einfach nochmal eine Karte ziehen. Brauchen wir nicht. Komm schon, wo ist das? Wir brauchen nur was mit Trampel. Diese eine Karte brauchen wir mit Trampelschaden. Jawohl, da ist er doch. Nochmal plus 2, plus 2. Und weil es so schön ist, auch nochmal hier drauf. Zack. Boom! Oh yeah!
Baby. das ist lustig, das Steak. Das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Wenn wir noch ein grünes Mal nachziehen, vielleicht. Und da ist das grüne Mana. Dann können wir nicht gleich schon mal damit losmecken. Können natürlich auch sie nochmal spielen erstmal und uns nochmal ein Enchantment suchen. Schade. Auf jeden Fall den Löwen spielen. Hauen das nochmal auf ihn drauf. Und greifen an. So, jetzt muss man seine Hand zeigen. Er kann uns jetzt einmal Setasan Training abwerfen. Boah, wie oft hat er das denn? Aber gut, dass wir den nochmal haben. Dann können wir das auch wieder aus dem Friedhof spielen. Unsere beiden Verzauberungen sind weg. Das ist natürlich eine richtig miese Kombination, wenn er zwei Stück auf der Hand hat. Und das ist okay. Murderous Rider leider. Spielt viele Removals, allerdings. Ja, müssen wir mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier ordentlich Karten ziehen mal. Und hoffen, dass er nicht noch ein Removal hat. So, ich bin gespannt, was er jetzt macht. Ob er noch ein Removal hat. Regisaurus. Damit kann ich leben. Noch ein Regisaurus. Okay, das ist hart. Aber wir können auf jeden Fall was Gutes tun. Wir können ihn spielen. Brauchen wir jetzt in diesem Fall, glaube ich, nicht. So, wir sterben auf jeden Fall nicht nächste Runde. Ist er denn in der Embercleave? Aber wir können entspannt den einen blocken zumindest. Gucken, ob er darauf reagiert. Ja. Das ist es. Zwei Regisaurus einfach. Das ist schön, auch wenn er eine Kreatur weghaut, können wir einfach, wenn wir diese Draw-Engine in dem Deck ist einfach unglaublich gut. Soweit wir nur Growth draußen haben oder den Captain. Es ist wunderschön. Don Saluk.
Don Saluk, mein Freund. Ein ehemaliger Yu-Gi-Oh!-Spieler, hä? Huh? Don Saluk. Ja, nice. Auf jeden Fall behalten wir die. Im zweiten Spiel können wir auf jeden Fall das zuerst rausholen. Und im dritten Turn können wir sie rausholen. Wer weiß, was wir noch nachziehen? So, diese Ein-Mana-Karte vielleicht noch? Nein? Okay, dann spielen wir die schon mal getappt. Wieder wahrscheinlich ein monogones Deck vielleicht. Oder vielleicht doch wieder Simic. Simic ist einfach noch stärker geworden. Oder Fires of Invention, das ist halt echt schade, dass immer die gleichen Themen super stark sind. Okay, es ist monogrün. Da freue ich mich aber tatsächlich. So, dann kann ich ja erstmal, wenn er auch braucht anscheinend, mein Feld aufbauen. Da muss ich nicht befürchten, dass unbedingt so schnell ein Removal kommt. Mhm. Er sammelt auch anscheinend Mana. Ich weiß ja nicht, was er vorhat. Vielleicht kommen ein paar Götter. Wen hauen wir jetzt raus? Ich würde sagen, wir hauen jetzt sie auf jeden Fall erstmal raus. Weil sie ist halt unsere Draw Engine. Mana können wir gebrauchen. Es wird gut, es wird gut. Ich freue mich. Ich hoffe, der Gegner fährt mir jetzt nicht zu sehr in die Parade. Ich weiß ja nicht, was er vorhat. Mhm. Wahrscheinlich greift er damit an. Kann er gerne machen. Für einen Mana. Oder behält sich den als Blocker? Nein, er gibt Trample. Keine Blocks an dieser Stelle. Stecke ich ein. So, erstmal spielen wir das auf sie. Können zwei Karten ziehen und sie kriegt einen Counter. Zack. Dann würde ich sagen, den Löwen. Da ich jetzt eigentlich nicht so Removal, bei Grün jetzt nicht so mit Removals rechne. Nächste Runde stecken wir die 5 nochmal ein, danach können wir schon den Easy wegblocken. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Great Henge kommt, das ist natürlich richtig gut. So, 3 Mana hat er noch. Oh, finde ich gut. Ist ein cooles Ding so. Also wir ziehen echt viel Mana, muss ich sagen. Tatsächlich, dann würde ich jetzt sagen, spielen wir das erstmal. Aha. Ja, dann müssen wir All That Glitters auf sie spielen, um sie stärker zu machen. Wenn jetzt noch ein Mana übrig hätte, um Trampel zu geben, ne? Boah, das ist so gut. Das wäre so gut gewesen. Da wir können sie auf jeden Fall nächste Runde auch schützen. Er muss jetzt blocken mit dem 1-1er. Oder er steckt es ein. Ich meine, er hat ja Life Gain. Vielleicht denkt er sich so. Er weiß ja nicht, dass wir das Training haben. Okay, er blockt. Das ist so ein guter Card Draw. Wenn zweimal Season of Growth draußen ist, okay, er versteckt jetzt seinen Lümmel. Ist aber nicht so schlimm. Noch ist unserer stärker. Ich bin gespannt, was er machen will, ob er jetzt Beanstalk spielt. Aber kann er gerne machen. Die nächste Runde spielen wir. Ziehen wir vielleicht noch ein paar Enchantments. Dann sind wir gut. Also auf jeden Fall mit Trampel und dann mit All That Glitters schön durchsmacken. Okay, Resolve. Okay, cool, cool, cool. Aber damit ist er jetzt ausgetappt, so gut wie. So, bin gespannt, was er macht. Er macht vielleicht nichts. Er kann uns auf jeden Fall ordentlich unsere Kreatur kaputt machen, theoretisch. Greift er an. Unser Zug. Komm, noch ein Mana. Schwimmen das erstmal auf sie. Das ist schon mal gut. Wie viel Mana wir eigentlich nachziehen, ne? Das ist echt unglaublich.
Das können wir noch spielen. So, was kriegen wir da? Wollen wir den haben? Ja, wollen wir. Jetzt können wir noch die Karte ziehen. So, dann würde ich jetzt sagen, spielen noch ein Plains und spielen All That Glitters. So, und greifen schön mit ihr an. Können nochmal zwei Karten ziehen, ey, ich glaub's nicht. Hammer, krass, geile Scheiße, ey. Ja, und jetzt muss er auf jeden Fall blocken. Er muss auf jeden Fall blocken und der trampelt Schaden. Ah, 5 noch, okay. Ja, ich habe mich verrechnet. Ist in Ordnung, wir beenden unseren Zug, denn ich glaube nicht, dass er jetzt noch was. Er kann zwar zwei Karten ziehen, aber kriegt zwei Lebenspunkte, aber wir werfen Mana. Das. Ja, eigentlich Mana in größtenteils. So, wir können unseren jetzt schützen. Er kann jetzt zwei Karten ziehen, das ist okay. Aber nächste Runde geht der Spaß weiter. Er kann natürlich auch was Dickes spielen. Aber wir können ihn einmal Hexproof geben und Unzerstörbarkeit. Deswegen bin ich da relativ entspannt und Monogrün, da erwarte ich jetzt keine Removals. Ich bin gespannt. Er muss jetzt im Prinzip also Kreaturen raushauen ohne Ende. Um Lebenspunkte zu bekommen, um Counter drauf zu hauen und. Aber nicht so ein Spiel auf jeden Fall ihn, dann ist alles nochmal günstiger. Vorausgesetzt, wir ziehen noch günstiger, wir können nicht sagen, einfach Sanitary Eyes nochmal auf ihn spielen. Mit Bronzeside Line können wir nächste Runde auch angreifen. Wenn den Block können wir auf Setasanas Champion das nochmal spielen. Ah, hätten wir von der ganzen Zeit baiten müssen schon. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist eine coole Kombination, ist ein anderer Style. Okay. Okay, es ist in Ordnung. Es sind auf jeden Fall starke Kreaturen da, aber ich glaube, es reicht nicht. Ja, das war's. Wieder das gleiche Problem. Kein grünes Mana. Er ist jetzt mal ein zu viel grünes Mana. Aber egal. Weiß ist halt die Priorität in der Hoffnung, dass wir grünes nachziehen. Das wird schon. An sich, wenn wir jetzt noch ein grünes Mana ziehen, können wir schon Bronzeside spielen. Natürlich haben wir kein grünes Mana gezogen, sondern ziehen stattdessen weißes. Wir spielen schon wieder gegen Rakdos. Das ist sehr, sehr stark, finde ich auch. Grünes Mana. Dann spielen wir jetzt auch mal sie zuerst, würde ich sagen. Weil wir die noch ein zweites Mal haben. Soll er die zerstören? Mayhem Devil. Okay. Damit kann ich noch leben. Perfekt. Dann würde ich sagen, spielen wir das auf sie. Auf jeden Fall zwei Karten ziehen können damit. Das ist schon mal richtig gut. Sentinel Eye. Dann kann er mit Mayhem Devil auf jeden Fall nicht weghauen. Und haben nächste Runde nochmal einen Schutz. Hexproof und Unzerstörbarkeit, um die nächste Runde zu schützen. In der nächsten Runde geht's weiter. Schon auf 13 zu 20. Bin gespannt, was er macht. Er spielt Bonecrusher als Kreatur. Okay. Greift er an? Bestimmt nicht. So, weiter geht's. All That Glitters, Baby. Einmal haben wir offen, um die zu schützen. Er muss blocken. Das ist so mies mit Trampelschaden.
Dann kurz rechnen. Er blockt 4. So, das heißt, es würden 7 durchgehen. Damit. Nee, es lohnt sich nicht. Das wäre nicht lethal. Aber nächste Runde, wenn er nichts macht. Oh, wow, oh, wow, oh, oh. Bin gespannt, was er macht. 5 Mana hat er. Er kann vielleicht ein Removal spielen. Ein Murderous Rider oder sowas. Okay. Gehen wir mal. Hexproof und Zerstörbarkeit. Damit hat sich es erledigt eigentlich. Glaube ich tatsächlich. Der muss mit Ballen blocken. Boom, 2 Lebenspunkte noch. Kriegt was zurück. Oh, das wär's doch gewesen. Das wär's gewesen. Egal. Wir haben auf jeden Fall noch Karamitas Blessing. Können auf jeden Fall unsere Kreatur nochmal Schutz geben. Mhm. Stay back. I'm an explosively good pyromancer. Okay, ausgetappt. Was kommt jetzt? Nichts. Schön, schön, schönes Gesicht gesmackt. Boots, Boots. So muss das sein. Keine Kreatur. Sieht nach Ghoul aus. Also müssen wir schnell sein. Spielen auf jeden Fall ihn. Mana brauchen wir noch. Ich hätte mal nicht so eine Conquesting Beast. Habe ich schon gedacht, dass das Questing Beast kommt. Die müssen wir jetzt nochmal einstecken. Komm schon. Perfekt, super. Dann können wir zumindest das schon mal blocken. Also spielen wir jetzt einmal das auf ihn. Können eine Karte ziehen. Vielleicht ziehen wir noch Mana. Perfekt, aber nicht die richtige Farbe. Das müssen wir unseren Zug leider beenden. Ich hoffe, er kann ihn jetzt nicht verstärken. Dann kann ich damit gut leben. Das ist schon nicht schlecht. Spielt er jetzt nur eine Kreatur mit Eile? Das würden wir aber, glaube ich, überleben. So, dann ist Questing Beast aus dem Weg geräumt. Wir können jetzt Live Gain uns gönnen mit All That Glitters, hoffe ich. Perfekt, Sentinel Eyes auf ihn. Und All That Glitters auf ihn. So, dann kriegen wir 6 Lebenspunkte zurück und siegt zurück im Spiel. So. Bin gespannt, was kommt. 3 Handkarten hat er noch. Ich habe nur 2.
Oh, Nullheit, okay. Ist gut. Eile? Ach klar. Aber gut, dass wir es so gemacht haben. Aber dann wird unser jetzt leider auch wieder schwächer. Das war natürlich richtig gut, dass er es gemacht hat. So, wir bei 13 Lebenspunkten. Jetzt haben wir einen 6-6er, mit dem wir Pet Collector blocken können. Er kann uns auf jeden Fall keine 13 Schaden machen, also nächste Runde tot, wenn er den nicht blockt, wenn er mit allen angreift. Paradise Druid, okay. Drei Mana noch offen. Spielt er mit Eile wahrscheinlich. Crawl Harpunier, okay. Auch mit Eile. Gucken, ob wir es überleben. Jawohl. Und damit haben wir jetzt gewonnen. Er hat nichts mehr. Huh. Mega nice. Mega nice. Hammer. Ja, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt so einen guten Einblick in das Thema Constellation bekommen, weil ihr seht, gerade bei Celeste finde ich das extrem. Ist diese Constellation-Mechanik schon echt stark. Also Escape ist auch gut, das hat man auch gesehen, gerade bei Sentinel's Eye. Aber ich finde, also bis jetzt, zumindest seit das Set ist ja jetzt seit einer Woche in Arena raus, finde ich, hat sich schon so bemerkbar gemacht. Also diese Escape-Sachen sind schon sehr stark, aber Constellation ist halt auch nicht unbedingt die schlechtere Mechanik, die man in diesem Deck spielen kann, zumal es sehr, sehr viele Verzauberungen gibt. Das heißt, da kann man sich auch sehr, sehr kreativ austoben. Genau das Deck werden wir auf jeden Fall, Fred und ich, nochmal im Stream spielen, weil es halt so viel Spaß macht. Genau, wir haben noch eine zweite Variante. Es ist wird ein bisschen anders gespielt, ein bisschen mit anderem Live-Gain. Macht auch sehr viel Spaß und ist sehr gut. Ja, und in diesem Sinne, haut rein!